Wir hatten, bevor Sie hier rausgekommen sind, das Thema Zärtlichkeit. Es gibt jetzt in Deutschland die Möglichkeit, eine Streichelmassage über sich ergehen zu lassen, die überhaupt nichts mit Rotlichtangeboten zu tun hat, einfach um des Genusses willen. Wie anfällig sind Sie für Zärtlichkeiten? Well, we all need tenderness. Nun, wir alle brauchen Zärtlichkeit. Because we respond. Denn wir reagieren ja. Wir reagieren auf die Liebe, die uns gegeben wird. Ich habe mal einen Film gemacht für den Nationalen Verband für die Verhinderung von Grausamkeiten gegenüber Kindern. Und es gab also eine 17-Jährige doch, die ein Kind bekommen hatte. Und man wollte ihr das Kind mitgeben, aber sie wollte es nicht. Und 3 Monate später hatte sie das Kind quer durch den Raum geworfen und es dadurch verletzt. Und sie hat gesagt, warum habt ihr nicht auf mich gehört? Sie selber ist verletzt worden und dadurch hat sie andere auch verletzt. Und deshalb brauchen wir Zärtlichkeit, um ein derartig schreckliches Verhalten zu verhindern. Hm. Welche Rolle hat die eigentlich, also die Zärtlichkeit, diese Zuneigung, diese Wärme in Ihrem Elternhaus gespielt? It's very interesting because das ist recht interessant, diese Frage. My mother was denn very tender with meine my father Mutter was very war sehr zärtlich, mein Vater war sehr englisch. Wir, die Engländer, wir schütteln uns zwar die Hand, wir haben uns die Hand geschüttelt, mein Vater und ich, bis vor 12, 15 Jahren, als ihm ein Herzschrittmacher eingebaut worden ist. Ich habe ihn dann besucht und meine Frau hat gesagt, warum küsst du ihn nicht? Ich habe ihn nie geküsst, er hat mich vielleicht geküsst, als ich ein Baby war und dann habe ich ihn geküsst und jetzt küsse ich ihn dauernd. Mm. Er ist 90. And he's a good kisser. Und ein guter Küsser. Sie auch? War das erblich? It is what? Hereditary. Ob Sie auch ein guter Küsser sind? Weil Sie sagten, man vererbt ja in der Familie immer gewisse Eigenschaften und Veranlagungen. Zumindest im Film sah das immer sehr überzeugend aus. Können wir alle bestätigen. Well, you don't know where my lips have been. Nun, Sie wissen nicht, wo meine Lippen da gewesen sind. Wo? I'm not embarrassing. Ich hoffe, das ist nicht peinlich für Sie, oder? Nein. Wo waren die denn? they were around a glass of Coca-Cola about 3 minutes ago. Um ein Glas Coca-Cola rum waren sie vor 3 Minuten noch. Nein, nein, aber das hier ist ja jetzt kein Werbefilm. Moment, ich glaube, jetzt verwechseln wir die Themen. Ich dachte jetzt, Sie hätten gesagt, ich... No, you were saying where my lips would be. Sie haben doch gefragt, wo meine Lippen gewesen sind. In den James-Bond-Filmen, ja. Nicht 3 Minuten vor der Sendung, wen interessiert das? God knows where they were in the James Bond film. Ja, Entschuldigung, also wer weiß, wo sie da gewesen sind in den Filmen. I had to do an awful lot of that. Da musste ich natürlich eine ganze Menge von machen, von dieser Küsserei. Und ich habe gelernt, meine Augen zu schließen und einfach nur an England zu denken. Sie wissen hoffentlich, wenn Sie das jetzt sagen, Augen zu und an England denken, dass Millionen von bundesdeutschen Männern Sie für verrückt erklären werden, angesichts der Damen, die Sie damals in Liebesszenen ja scheinbar beglücken durften. War das wirklich so eine Schweinearbeit für Sie? Well, some of them were nice. Mhm. Einige waren ganz nett, ja. Not all. Nicht alle. Some ate garlic. Einige haben auch Knoblauch gegessen. Couple of them smoked cigars. Einige haben Zigarren geraucht. Nun ist ja, ich meine, Liebesszenen sind ja immer etwas sehr Interessantes für die Menschheit. Da wird ja auch wahnsinnig viel Werbung mitgemacht, wenn Filme auf den Markt kommen. Bei Ihnen war das ja zu der Zeit der James-Bond-Filme dann auch immer das James-Bond-Girl. Haben Sie die vorher sensibel studiert, geübt oder war das die Naturbegabung? So eine Liebesszene. Hat sie eine Choreografie? Erst aufs Bett, dann umdrehen und so? Nein. No, I can remember the first. Nein, ich kann mich first picture I started in an den ersten Hollywood-Film erinnern, den ich gemacht habe mit Lana Turner. And,
Sie war Diane de Poitiers und ich war Tris de France. Und sie hatte mich als jungen Prinzen genommen. Und sie wollte mir beibringen, ein Gentleman zu sein. Ich war ein Rohling damals, ein Wrestler. Und sie hat mir das dann beigebracht. Latein hat sie mir beigebracht, Italienisch. Und Liebe hat sie mir auch beigebracht. Und mein Vater stirbt dann im Film. Naja, natürlich im Film, klar. I take her in my arms. Und ich nehme sie dann in die Arme und ich sage, you made me a prince. Du hast mich zum Prinzen gemacht. Jetzt mach mich zum König. And I kissed her. Und ich habe sie geküsst. For the first time I kissed das erste Mal, dass ich Lana Turner and geküsst habe. Und ich habe sie wirklich leidenschaftlich geküsst. And Lana said, und Lana sagte, sie hat sich erstmal zurückgelehnt, Roger, und hat dann gesagt, Roger, you're a wonderful kisser. Du bist ein hervorragender Küsser. But when a lady is 36 years old, aber wenn eine Dame 36 ist, dann drückst du ihr Kinn nicht runter beim Küssen. Put all the passion without the pressure. Also Leidenschaft, aber ohne Druck. So I've spent my life doing passion without pressure. Ich habe also das mein Leben lang gemacht, Leidenschaft ohne Druck. Sie haben Kinder, das ist auch schön, wenn man Kinder hat, die inzwischen ja auch groß sind. Und Sie haben irgendwann mal gesagt in einem Zeitungsinterview, was glaube ich auch jeder Mensch nachvollziehen kann, die Kinder sind natürlich unter besonders privilegierten, guten Umständen groß geworden. Das heißt, die Kinder haben keine Not erlitten, materiell sicherlich nicht. Ist Ihr Herz für Kinder durch das Bewusstsein heraus entstanden und Ihr Engagement für Kinder, dass es Ihren so gut ging? Oder was lässt Sie da so intensiv dran arbeiten? Well, I suppose part that could be part of it. Das könnte ein Teil der Motivation sein, völlig richtig, ja. But I from, you know, actors aber most of the time, as you know, Schauspieler, wie Sie wissen, sind großzügig mit ihrer Zeit. Also Schauspieler, Schauspielerinnen, Leute, die in den schönen Künsten arbeiten, gehen großzügig mit der Zeit um, wenn es um wohltätige Zwecke geht. Wir sind ja privilegiert. Wir haben die besseren Seiten des Lebens kennengelernt. Die Schauspieler bekommen meist sowieso viel zu viel Geld. Und wir geben davon dann ein kleines bisschen zurück. Und was die Zeit angeht, so habe ich für den Variety Club of Great Britain gearbeitet. Das war für behinderte Kinder. Dann war ich der Vorsitzende der Spastic Society in England für spastisch gelähmte Kinder. Und dann habe ich nicht mehr in England gewohnt und konnte das nicht mehr machen, weil ich eben nicht mehr in England ansässig war. Und da habe ich gedacht, UNICEF, das wäre der ideale Ort für mich, um eben die Energien einzusetzen, die ich habe, um ein bisschen was Gutes zu tun. Das hört sich unheimlich pompös an, weiß ich. Wenn Sie Sonderbotschafter sind, und da sind Sie ja, kommen Sie ja auch an Plätze, die Sie vielleicht vorher von irgendwelchen Drehorten her gekannt haben. Da haben Sie vielleicht mal einen Spielfilm gedreht. Aber die realen Plätze sind ja so, dass sie zum Teil unheimlich schwer zu verkraften sind. Das, was man da sieht. Was war eigentlich für Sie das Schlimmste in dieser Arbeit, was Sie erlebt haben? Oh, I think the worst thing ich glaube, das Schlimmste, was ich gesehen habe, was mich am wütendsten gemacht hat, das war, als ich mit Sozialarbeitern in einem Dorf in Brasilien rausgegangen bin und die wollten nun, dass ich sehe, was sie gemacht haben. Sie waren sehr stolz darauf, was sie gemacht hatten. Wir haben dann Mütter und ihre Kinder besucht und sind dann durch eine kleine Hütte mit zwei Zimmern gegangen und da saß dann diese arme Mutter mit ihren 8 Kindern. Das Kleinste hing an ihrer sehr dürren Brust und ein anderes hängte sich an ihre Beine, hatte Geschwüre auf den Armen und Beinen. Sie selber war wieder schwanger. Und dann dieser kleine Ehemann machte wahrscheinlich nichts anderes als Babys produzieren. Und ich weiß, dass nachdem das nächste Kind geboren worden war, er mit einer anderen Frau abziehen würde. Er wollte nur beweisen, dass er Macho war, dadurch, dass er so viele Kinder hatte. Und ich war sehr enttäuscht. Ich weiß, dass das nicht die offizielle Linie der UNICEF ist, aber ich bin sehr enttäuscht von der kürzlichen Weltkonferenz
in Ägypten. Ich meine, man sollte sich mehr für Geburtenkontrolle einsetzen. Denn die Welt ist beträchtlich überbevölkert, und zwar überbevölkert in Bereichen, wo es nicht genug zu essen gibt. Wie finden Sie denn die Position der katholischen Kirche, die ja durch den Vatikan mehr als einmal hat verlautbaren lassen, auch durch ihre Moralenzyklika, dass die Menschheit keine empfängnisverhütenden Mittel benutzen soll? Ich habe jetzt kürzlich eine Bemerkung gehört, wo gesagt wurde, dass die Idee der Geburtenkontrolle neokolonialistisch sei. Also das verstehe ich nun überhaupt nicht. Früher, als man Weltreiche gebaut hat und als man den richtigen Glauben hat verbreiten wollen, war jeder andere ein Heide. Und jetzt meine ich, hört es sich sehr seltsam an, wenn man der Bibel glaubt, da gab es Adam und Eva. Und dann gab es noch Gott. Und all die anderen Leute sind dann geschaffen worden und die haben auch an Gott geglaubt. Und dann sind irgendwelche Leute dahergekommen und haben gesagt, wir können nicht an diesen Gott glauben, wir müssen an irgendeinen anderen Gott glauben. Das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich schwer zu akzeptieren. Ich würde jetzt gerne mit Ihnen ein kleines Experiment machen. Es ist nichts Schlimmes. Nichts Schlimmes. Sie müssten nur eins haben. It has been outlawed in the United States of America. Also in den USA ist das mittlerweile verboten. Hat er schon begriffen? They just sit on death row. They don't have to sit in. Die Leute sitzen mittlerweile nur noch in der Todeszelle. Die werden nicht mehr auf den elektrischen Stuhl gesetzt. Haben Sie grundsätzlich Vertrauen in Frauen? Yes, of course I do. Oh, wunderbar. Darf ich Sie denn? Setzen Sie sich bitte da rein. Ja? Herrlich. So, Sie können sich erstmal ein bisschen entspannen. Die Spielregeln erkläre ich Ihnen lieber erst nach der Werbepause, denn sonst hauen Sie mir noch ab. Liebe Zuschauer, für Sie haben wir, oh Gott, was tue ich hier wieder? Für Sie haben wir heute noch... Das ist doch nur die Hand. Das können wir gerne weitermachen, aber... Also für Sie haben wir heute noch einen sehr schönen Preis da, nämlich unseren Traumpreis, eine Reise. Schauen wir uns die doch mal eben an.